So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Fahrt des PBTs, aka Pokémon World Tournaments, mit mir, Mr. LeBank. Und in diesem Part geht's mal weiter mit den weiteren Arenen. Und zwar nehmen wir heute wieder Regisayu und Darky ins Team, so. Und ja, heute mit den Kanto-Arena-Leitern. Also das wird wieder Chop Duchel, ein bisschen Retro-Metro. Wir sehen wieder Major Bob, Janine, Misty, Rocco, Sabrina, Pyro und Erika. Und wir müssen in der Runde 1 gegen Erika kämpfen. Das ist natürlich sehr gut, weil Erika setzt Pflanzen-Pokémon ein und wir haben Akani vorne. Das heißt, Akani wird wohl alles hier mit Flare Blitz wegbrutzeln, was es zu wegbrutzeln gibt. Und das ist Chop Duchel. Jedenfalls geht's jetzt los. Und was ist das? Boah, geil, die Mucke. Okay. Schön, das ist die Kanto Arena Leiter Mucke. Ja, die ist auch ein bisschen so leicht retro-mäßig gemacht. Geil. Also hört sich definitiv richtig, richtig nice an. Das muss man echt sagen. Ich meine, hört euch das mal an. Guckt euch mal bitte an oder hört euch an, wie sich das anhört. Das ist geil, ey. Das hört sich so geil an. Oder? Leute, seid mal ehrlich. Da. Tangolos, oh mein Gott, Tangolos Beine. Holt euer Rasierer raus. Am besten den von Weed. Gut, egal. Flare Blitz ist kein One-Hit auf Tangolos. Das ist echt schade. Denn hier beweist Tangolos mal wieder, was für ein Monster in ihm steckt. Tangolos eine physische Wall. Und selbst ein Step Flare Blitz reicht nicht aus, um die Tangolos zu one-hitten. Was ich sehr schade finde, aber naja. Was will man machen, ne? Ist halt manchmal so und ja, das muss man wohl akzeptieren. Jedenfalls wird jetzt die Tangolos mit einer Drachenklaue Revenge killt. So, zack, zack und Tangolos ist tot. Okay, was ist denn jetzt ihr letztes Pokémon? Da bin ich mal gespannt. Oder was hat sie als letztes dabei? Venusaur. Oh, geil, Visa. Visa Floor. Versuchen wir mal. Erstmal ein Erdbeben. Fly wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber Erdbeben sollte doch auch recht guten Schaden machen. Ich meine, Step und so. Ein Three-Hit. Ja gut, und Light Screen. Okay, das ist jetzt natürlich nicht so gut. Moment, ich guck mal. Fly und Erdbeben machen gleich viel Schaden. Ich glaube, Fliegen hat ja eine einen Base-Schaden von 75. Und da ist dann sehr effektiv. Das kommt immer an auf 47, was ist das Citro wäre. Ja, Citro wäre. Und Blättertanz, alles klar. Chlorophyll wird hier noch nicht aktiv. So, und jetzt gehe ich mal ein bisschen strategisch vor. Ich möchte, dass der Lichtschild des Gegners jetzt verschwindet. Und dass Darky noch ein bisschen, oder das, wie dieses Venusaur, ein bisschen Blättertanz einsetzt, damit sich auch gleich schön selbst verletzt. Das ist das dritte Mal, es müsste gleich verletzt sein. Jetzt wird natürlich Chlorophyll aktiv und Darky ist jetzt recht tot. Aber egal, Darky, du hast eine tolle Arbeit geleistet. Und Aschkim, du kommst jetzt mal rein. Hey, ich hoffe mal, du bist schneller. Solltest du eigentlich sein, oder? Petal Dance, oh mein Gott. Jetzt dann Chlorophyll. Aschkim. Oh, Schatz. Du bist mal wieder die Beste. Und dieses Venusaur wird gekillt. Also unglaublich, was für ein Monster so ein Visaflor sein kann. Seit der 5. Gen in Sonntag-Teams. Ja, sehr beliebt. Dank Chlorophyll. Aber egal. Erika wurde jetzt erstmal besiegt, war sehr, sehr knapp. Boah, muss man gnadenlos anerkennen. Aber egal, so Janine gegen Major Bob. Major Bob setzt sich durch. Misty gegen Rocco, müsste sich Misty durchsetzen, ist ja klar. Pyro gegen Sabrina und Sabrina setzt sich durch und Regi gegen Erika. Wir kommen weiter. Heißt also unsere nächste Gegnerin ist Sabrina. Und Sabrina setzt Psycho-Pokémon ein. Wir haben Crunch. Auf Akani drauf. Okay, wir haben Crunch auf Akani drauf. Und wir haben Signal Beam of Sayu inklusive. Das war's. Ich dachte eigentlich vielleicht noch Crunch auf die Welt, aber das ist ja nicht so. So, und falls ihr es noch nicht erkannt habt, das sind die Trainer Sprites aus Feuerrot. Nicht Feuerrot. Aus Hard Gold Soul Silver. Mhm.
Und lasst euch einfach mal überraschen, was noch alles so auf uns zukommen wird. Und okay, Psyshock. Ja, macht natürlich sehr, sehr viel Schaden. Dafür sollte Crunch jetzt eigentlich... Oh, oh. Ja, die Kolbo-Biere. Das ist aber kein Problem, weil wir Extreme Speed haben. Und mit Extreme Speed sind wir jetzt schneller als du. Und Simsa hat eine schwache physische Verteidigung. Das heißt, als Extreme Speed sollte jetzt Kills sein. Jawohl. Und Simsala ist weg vom Fenster. Gut, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Hypno, hey! Hypno, aka der Vergewaltiger und Kinderschänder vom Block. Tut mir leid, aber Hypno verkörpert in meinen Augen ein Pädophilen. So, Hypno. Okay, was ist aktiv? Zitrobeere? Ah, scheiße. Und Hypnose. Ah, Mann. Sag jetzt nicht, Rigi schläft. Ah, doch. So, ich schmeiß mal einfach einen auf Boss. Und predikte jetzt hier eiskalt einen Traumfresser. Und wechsle dementsprechend jetzt erstmal auf Sayu raus. So. Jawohl, episch predicted. Episch, episch, episch. So, und jetzt kommt der Signal Beam raus. Oh oh, das Hypno ist schneller und Hypnose geht daneben. Ah, fuck. Haben die noch nie was von Sleep Claws gehört? Leute, hallo. Nein, das ist diese verdammte Sleep Claws. Warum gibt's die auch nicht in-game? Von wegen, dass man nur ein Pokémon vom Gegner überhaupt schlafen schicken kann. Egal. Ich predikte jetzt einen weiteren Traumfresser. Dementsprechend schicken wir jetzt nochmal Darky rein. Und ich hoffe, ihr letztes Pokémon ist irgendein Hanswurst-Pokémon. Hoffentlich. Egal, jetzt erstmal Erdbeben, um die Hypno zu besiegen, was hoffentlich auch ausreichen sollte. Jawohl, und Hypno ist weg. Puh, was kommt denn jetzt? Slowking. Fuck! Fuck! Oh oh, jetzt brauchen wir Sayu Aschkem. Mann, warum ist sie am Schlafen? Warum ist sie am Schlafen? Scheiße. Oh oh. Okay, Schatz. Ich denke, ein Angriff von Slowking solltest du aushalten. Schneller bist du sowieso. Also Thunderbolt, okay. Oh, schon. Psyshock, oh oh. Oh man, warum krieg ich keinen First Turn Awake? Warum, warum? Oh, cool. Oh, Thunderbolt. Jawohl, Schatz, ja. Thunderbolt, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm. Ah. Was sind jetzt aktiv? Nein. Okay, Defense, gut. Komm, mein... Puh, nochmal Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. Und damit haben wir auch Sabrina besiegt. Also... Okay, wir haben natürlich auch gut gespielt, ja. Wir haben auch Glück gehabt, dass wir so früh aufgewacht sind. Aber Psycho-Pokémon, mit denen Spaß man nicht rum. Das sind echt monströse Viecher. Besonders mit Hypnose. Und bei mir trifft Hypnose ja sowieso nie. Bei den Gegnern aber immer, komischerweise. Und damit haben wir Sabrina jetzt auch erstmal besiegt. Boah, ich am Ölen bin, ey, unglaublich. Das ist dieses Wetter. Ich kann ja auch nicht das Fenster holen, weil... Wer gewinnt? Ah, Ninja Bob. Wieder ein Elektro-Trainer, alles klar. Und wir haben Darky diesmal dabei. Nice. Nice. Und, Reggie. Und was ich jetzt hier eiskalt nochmal sagen muss... Ich kann mein Fenster nicht aufmachen, weil ich, oder weil man mich sonst nicht hört und weil man dann halt so mega, weil ich wohne auf der Hauptstraße und ich würde dann halt den ganzen Straßenverkehr und so weiter mitbekommen. Das will ich eben nicht. Und Ventilator kann ich auch nicht aufmachen, weil ich auch nicht will, dass es euch irgendwie ins Ohr oder pustet oder ähnliches. Und dementsprechend ziehe ich jetzt all diese körperlichen Leidenschaften über mich, nur damit ihr ein normal gechilltes Video bekommt. So, lach dich nur kaputt, du Schwuchtel. Du wirst jetzt erstmal besiegt. So, Raichu. Okay. Gegen Raichu. Raichu hält eigentlich auch nicht viel aus. Ist auch nicht so schnell. Ich glaube, Pikachu ist sogar schneller als Raichu, oder? War das so? Aber Electric Jab. Oh, oh. Sollte aber trotzdem nicht so viel abziehen. Also, ob Raichu jetzt hier irgendwie so ein Immer-Pokémon ist. Sag ich ja. Trotz Elektro-Duel. Was Thunderbolt nochmal um 50% stärker macht. Dafür werden wir jetzt wahrscheinlich durch Flare Blitz schaden oder Recoil oder Statik halt, ja. Gott. Wir Recoil kriegen wir auch nicht so viel. Ich meine, Raichu hat ja nicht so viel Leben. Ich würde mal sagen, so 30, 40, ja gut, okay. Und Electro.
Wir bleiben drin. Regi wird als Dead Order geschickt. Vielleicht nochmal Extreme Speed, um ein bisschen Schaden rauszuhauen. Was machst du da mit deinen Augenbrauen, hä? Elektroball, was machst du da mit deinen Augenbrauen? Funky Eyebrow. Boah. Und der Dörner trifft hier eiskalt, schlägt ein ins Ziel und... Gott, das war's. Okay, Darky. Darky wird wahrscheinlich jetzt von Elektroball outspeedet, weil Elektroball eines der schnellsten Pokémon überhaupt ist. Nichtsdestotrotz sollten wir hier... Oh Gott, das war ein echt starker Move. Das war echt ein starker Move seinerseits. Ei. Raindance, okay. Ich glaube, dieses Elektro kann nichts gegen uns machen. Sonst hättest du schon längst angegriffen, oder? Hoffentlich hat das jetzt keinen Statik. Wenn er Statik hat, dann schrei ich. Okay. Ich werde jetzt bewusst mit Fly angreifen. Okay, der hat irgendwas mit Anti-Priority hat er eingesetzt, genau. Egal, was kommt als letztes. Magnesone. Gott, soll... Ah. Robustheit. Airballoon, fuck. Ah, aber das ist auch nicht, das ist nicht so schlecht. Ja, das ist nicht so schlecht. Wir werden jetzt erstmal Drachenklaue einsetzen, damit der Ballon platzt. So, jetzt sind hier irgendwie die Critical Hit, nice. Airballoon poppt und Barriere. Nee, Freundchen. Das ist mir sowas von Latte. Das sind so pseudo-gute Sets. Haha, ich meine Barriere wohl mit dir. Jetzt sollten wir auch mit Erdbeben treffen können. Robustheit wird eh nicht aktiv. Weil du schon Schaden kassiert hast. Und nice. Damit haben wir auch gegen die Kanto Arena Leiter gewonnen. Super Job, Ysel. Woo! Oh mein Gott. Und damit hätten wir es geschafft. Boah, Malaka. Was kommt als nächstes? Wo haben wir jetzt? Kanto haben wir. Das heißt, drei Regionen fehlen uns noch. Und zwar Johto, Höhen und Sinnoh. Auf die dürft ihr euch natürlich freuen, meine Freunde. Und zwei Battlepunkte. Meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Macht's gut und ciao. Euer Rie.